Geschätzte Medienschaffende, geschätzte Anwesende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Medienkonferenz, wo die Direktion von der Justiz und vom Inneren zusammen mit der Frauenzentrale Zürich die Kampagne Zürich Läuinnen startet. Die Kampagne Zürich Läuinnen, die hat den Sinn und die Absicht, die Anzahl der Frauen, die im nächsten Jahr, im nächsten Frühling für die Gemeindeexekutive kandidieren, zu erhöhen. So, dass nach den Wahlen im nächsten Frühling ein deutlich höherer Anteil von Frauen in unseren Gemeinderäten, in den Dörfern, in den Städten und in den Stadträten der grösseren Städte vertreten sind. Ich bin sehr dankbar, dass wir mit der Frauenzentrale jemanden zur Seite haben, wo sehr viel Erfahrung hat mit Kampagnen zur Mobilisierung von Frauen für politische Ämter und möchte an dieser Stelle auch schon der Frauenzentrale für die Zusammenarbeit ganz herzlich danken. Es ist ja vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht, dass wir dieses Jahr auch noch gerade 50 Jahre Frauenstimmrecht Schweiz feiern oder zumindest würdigen. Wir sind ja uns nicht ganz einig, ob das 50 Jahre Frauenstimmrecht ein Anlass ist, zum wirklich feiern. Es ist ganz sicher ein Anlass, um die Leistungen von diesen Pionierinnen und Pionieren für das Frauenstimmrecht sicher zu würdigen. Ich möchte einleitend allen ganz herzlich danken, die hier beteiligt haben, insbesondere jetzt auch einem männlichen Leu, der glaub, gerade ein bisschen hässig ist, dass er jetzt nicht im Zentrum steht. Ich weiss jetzt nicht, wie symbolisch das für die Debatten ist. Jedenfalls die zwei Leuinnen schauen da wesentlich interessierter zu, was wir da oben machen. In dem Sinn möchte ich der Rosemarie Quadranti das Wort zur Begrüßung und zum Teil der Kampagne übergeben, die die Frauenzentrale verantwortet. Ja, grüezi miteinander, besten Dank, Jacqueline Fehr. Vielleicht ist es auch nicht Zufall, dass du gerade in diesem Jahr auch Regierungsratspräsidentin bist. Das ist mindestens wunderbar, dass das gerade eben auch noch so stimmig passt. Ich begrüße Sie ganz herzlich als Präsidentin von der Zürcher Frauenzentrale. Als politische Frau freut es mich genau, diese Organisation dürfen zu führen. Die Frauenzentrale schaut auf eine 100-jährige Geschichte zurück, eine politische Geschichte. Seit 100 Jahren also Einsatz für Gleichstellung, für Frauenrecht. Und leider liegt, das wissen wir alle, da noch einiges im Argen. Während vielen Jahren waren wir eine von den wenigen Organisationen, die sich für mehr Frauen in der Politik engagiert hat. Seit 1971, ein Datum, das uns bewusst worden ist, wie wenig lang her es auch ist, dass wir das Stimmrecht bekommen haben. In diesen 50 Jahren ist aber auch einiges erreicht worden. Es war ein zentrales Anliegen, dass der Support für mehr Frauen in der Politik, dass der sich verstärkt. Und heute gibt es keine oder kaum eine Partei mehr, die das nicht mitträgt. Und es gibt ganz viele Organisationen, Frauen und auch Männer, die das Anliegen unterstützen. 50 Jahre Bemühungen, der immer grösser werdende Support bei den eidgenössischen Wahlen hat dann auch ein sensationelles Wahlergebnis gebracht. Seit 2019 sitzen 21 Frauen mehr in der Grossen Kammer. Ein historischer Frauenanteil von 43% ist erreicht. Allein der Kanton Zürich stellt 16 Frauen. 10 davon sind Mitglied der Zürcher Frauenzentrale. Die Frauenzentrale führt diesen hohen Frauenanteil auch auf ihre Arbeit zurück und bestärkt sie. Bereits vor den Wahlen 2019 haben wir ein vielseitiges Engagement gehabt, dass sich viele Kandidatinnen haben können zur Wahl stellen konnten, so viel wie noch nie vorher. Im Vorfeld hat die Frauenzentrale aktiv Kandidatinnen unterstützt mit Wahlveranstaltungen, mit der Wahlplattform zürichwahlen19.ch, mit Flyeraktionen mit und für die kandidierenden Frauen.
Das Resultat ist bekannt gewesen. Die Kommunalwahlen 2022 sollen eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte sein. Es ist mir eine grosse Freude, das Zürich-Löwinnen-Programm vorzustellen. Mein persönliches Ziel dabei ist, nach den Gemeindewahlen 2022 gibt es keinen Gemeinderat im Kanton Zürich mehr, der nur aus Männern besteht. Der Anteil von 16% Gemeindepräsidentinnen ist nach den Wahlen deutlich höher und der Frauenanteil von nur 24% in der Gemeindeexekutive hat sich deutlich sichtbar und hörbar erhöht. Die Zeit ist reif, dass sich auch auf der kommunalen Ebene etwas bewegt. Wir unterstützen die Frauen in der Zielerreichung. Was tun wir? Wir machen das mit dem bewährten Mentoring-Programm, mit einem Polit-Coaching am 5. Juni, mit zahlreichen Motivations- und Vernetzungsanlässen in Bezirken und Gemeinden. Wir werden digitale Stammtische organisieren, wo interessierte Frauen mehr über Politik erfahren und das zusammen mit erfahrenen Politikerinnen. Ja, auch wir Frauen haben in den 50 Jahren etwas gelernt. Wir müssen mehr netzwerken, wir müssen besser netzwerken, um Wahlen zu gewinnen. Aber wir sind gut dran und 2022 werden wir beweisen haben, dass unsere Netzwerke tragkräftig sind, stark sind und dazu führen, um Ziel zu erreichen. Als Präsidentin der Zürcher Frauenzentrale, als langjährige Politikerin, aber auch als langjährige Mentorin von jungen, politisch interessierten Frauen, weiss ich, gemeinsam sind wir Frauen stark. Aus diesem Grund werden Zürich Löwinnen bis zu den Wahlen 2022 hörbar brüllen, so dass im Frühling 2022 Gleichstellung wieder einen Schritt näher gekommen ist. Herzlichen Dank. Ich übergebe gerne an Jacqueline, bedanke mich auch sehr für die Zusammenarbeit, die eben auch ein Teil eines starken Netzwerks ist. Danke vielmals. Der Regierungsrat hat für die Legislatur Teilhabe zu einem wichtigen Legislaturziel gemacht. Teilhabe, also die Absicht, dass Menschen ihrer unterschiedlichen Identität Zugang haben zu diesen Orten, wo öffentlich debattiert wird, wo entschieden wird, wo gestaltet wird. Und die politische Teilhabe ist dabei natürlich ganz ein zentrales Feld von der Aktion und von der Realisierung. Gemeinden dann wiederum sind ein ganz wichtiger Ort von der politischen Debatte und der politischen Entscheid. Vieles, was uns betrifft, entscheidet die Gemeindebehörde für uns. Das können Sachen sein, wie sicher ist der Schulweg, wo habe ich im Alter Möglichkeiten zu leben, zu wohnen, in welcher Form, wie kann ich mich engagieren in der Gemeinde, was finde ich für soziale Dienstleistungen, was hat die Jugend für Angebote, wie positionieren wir uns mit dem Gewerbe zusammen, dass wir eine lebendige Gemeinde, Agglomerationsstadt oder Kernstadt sind. Gemeinden sind auch dort, wo das politische Vertrauen entsteht zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Weil Gemeindebehörden sind nah. Man trifft sie beim Einkaufen am Samstag. Man kann mit ihnen reden. Man kann auch mit ihnen schimpfen, wenn man nicht einverstanden ist. Und hat ein direktes Gegenüber. Das heisst, Gemeinden sorgen dafür, dass die Politik ein Gesicht bekommt und ein Gesicht, das auch mit einem redet. Darum sind Gemeindewahlen 2022 für den Kanton Zürich ganz wichtig. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass die Bevölkerung in den Gemeinden gut und adäquat repräsentiert ist. Und natürlich heisst das insbesondere, dass der Anteil der Frauen dem entspricht, wo der Anteil in der Bevölkerung ist. Das ist der Grund, warum wir den tiefen Anteil der Frauenvertretung in den Gemeindebehörden, der ja eben unter einem Viertel ist, wollen klar erhöhen. Rosemarie Quadranti hat Ziel gesetzt. Sicher keine Gemeinde ohne Frauenvertretung und möglichst in allen Gemeinden eine paritätische Vertretung. Die Kampagne heisst «Zürich Löwinnen brüllen». Das machen sie jetzt gerade nicht. Zürich Löwinnen als Figur von starken,
sozialen, engagierten, umsichtigen Tier. Ich bin keine Biologin, es gäbe sicher noch ganz viel zu den Leuten sagen. Es gefällt uns als Süschen, wir haben es ein bisschen modifiziert und abgekupfert von Helvetia Ruft, von der Allianz F, wo wir auch von dieser Kampagne profitieren wollen. Was machen wir jetzt konkret? Wir starten heute mit diesem Anlass. Wir wollen damit schon das erste Mal aufrufen, alle, die hören und lesen von diesem Anlass, Frauen selber sich motivieren, für ein Amt zu kandidieren oder Frauen anzusprechen, die man kennt, für ein Amt zu kandidieren. Es wird viele Kandidatinnen brauchen, um das Ziel zu erreichen. Es wird viele Leute brauchen, die Frauen motivieren, sich zur Verfügung zu stellen, die auch bereit sind, sie nachher in einem Wahlkampf und in der Behördenarbeit zu unterstützen. Ein weiterer Anlass werden, Rosemarie Quadranti hat es schon gesagt, digitale. Es geht wirklich nicht um dich. Ein weiterer Anlass wird sein, digitale Stammtische zu organisieren. Das sind 10 Stammtische digital verteilt zwischen Juni und August, wo Frauen, die schon in der Politik sind, aus dem Stadtrat Zürich, Stadtrat Winterthur, Stadtrat Uster, aus dem nationalen Parlament, aus der Regierung, mit Frauen, die in den Gemeindebehörden jetzt schon sind, zusammen als Gastgeberinnen auftreten und interessierte Frauen, die sich für so eine Kandidatur interessieren, einladen, an einem digitalen Stammtisch Erfahrungen auszutauschen, Fragen können zu stellen. Wie war das beim Einstieg? Wie viel Zeit braucht das? Wie geht ihr um mit dem in der Öffentlichkeit stehen? Was hat euch fasziniert? Was war euer Grund, um in die Politik einzusteigen? An diesem digitalen Stammtisch sollen ganz konkrete Erfahrungen austauscht werden zwischen erfahrenen Frauen, bekannten Frauen aus den grösseren politischen Behörden, erfahrenen Frauen aus den kleineren politischen Behörden und Frauen, die sich neu für Politik interessieren. Dann gibt es das Mentoring-Programm der Frauenzentrale, das parallel läuft, das ganz wichtig ist, um Frauen auch quasi begleiten in diesen verschiedenen Schritten zur Kandidatur, zu einem Wahlkampf. Es wird im Herbst einen grossen Netzwerkanlass geben, wo wir wiederum ganz viele schon sogenannte etablierte Frauen einladen, als Gastgeberinnen und als Auskunftspersonen, damit nachher die Neuen, wo man natürlich die Neuen dann auch einladen, die eben dann an diesem Netzwerkanlass sich auch austauschen können, auch Unterstützung holen, Ratschläge holen oder eben auch ihr Netzwerk erweitern können. Rosemarie Quadranti hat gesagt, das ist etwas ganz Zentrales für eine politische Karriere. Wir haben in den Unterlagen, in der Medienmitteilung auch so ein Programm beigelegt, wo Sie sehen, was die einzelnen Kampagnenschritte sein werden. Wir werden Sie sicher auch immer wieder darauf hinweisen, wenn wieder etwas ansteht. Wir werden natürlich auch versuchen, über mediale Kontakte, aber auch über andere, möglichst viele Frauen auf die Kampagne aufmerksam zu machen. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die Frauen wiederum darauf aufmerksam machen, dass sie sich engagieren sollen. Es ist sowieso ganz wichtig, dass wir für die nächsten Gemeindewahlen die Miliz stärken, dass wir überhaupt Leute finden, die für Gemeindebehörden kandidieren. Wir denken, die über 1'000 Leute im Kanton Zürich, die sich in einer Milizarbeit engagieren, das ist ein riesiges Potenzial von unserem Kanton. Und wir sind überzeugt, dass wenn man sich noch mehr auch damit auseinandersetzt, wie kann man die Frauen für Kandidaturen begeistern, dass man die Miliz damit auch noch mehr stärkt. Ich möchte an dieser Stelle auch, wie Rosemarie Quadranti schon mich auch noch an die Allianz F wenden, die heute auch hier vertreten ist, oder eine Vertreterin von der Allianz F, die hier vertreten ist. Weil die Allianz F hat ja gezeigt, was es für ein Resultat kann bringen, wenn man so eine Kampagne mit Lust und mit Begeisterung und Überzeugung führt. Rosemarie Quadranti hat es gesagt, der Schub in der nationalen Wahlen 2019, wo der Frauenanteil so markant können gesteigert werden, ist ganz, ganz entscheidend auf die Kampagne Helvetia Ruft von der Allianz F zurückgegangen. Und darum sind wir natürlich sehr dankbar,
dich, Agnes, da nicht nur als quasi Gott zu haben von dieser Kampagne, sondern so auch als gutes Omen, dass du uns den guten Erfolg von euch kannst da weiterreichen und möchte dir darum ganz herzlich das Wort jetzt geben. Ja, ich bedanke mich sehr zum Dosi und ich freue mich sehr fest, dass ich für Allianz F und vor allem für Helvetia Ruft dort Zürich Leuine unterstütze. Das Ziel von unserer Arbeit, von der Allianz F, von der Frauenzentrale Zürich und von den Projekten Helvetia Ruft und der Zürich Leuine ist einfach immer das Gleiche. Die gleiche Repräsentation von Frauen und Männern. Punkt. Frauen zum Kandidieren zu motivieren und sie dabei zu unterstützen, damit wir endlich in der Schweiz gleiche Frauen wie Männer auf allen politischen Ebenen haben, das wollen Zürich Leuine genauso fest wie die Helvetia. Denn eine Demokratie ist nur so gut, wie sie ihre Bevölkerung vertritt. Frauen und Männer müssen zu gleichen Teil in der Politik sich wiedererkennen können. Helvetia Ruft ist im Vorfeld der nationalen Wahlen 2019 entstanden. Zu diesem Zeitpunkt hat sich eine ziemlich düstere Prognose abzeichnet. Nur eine der amtierenden Ständerätinnen hat sich zur Wiederwahl stellen. Eine ganze Reihe von nationalen Ständerätinnen haben ihren Rücktritt angekündigt. Es hat also unbedingt Nachrückerinnen gebraucht, und zwar viele davon, damit möglichst bald Frauen und Männer gleichermaßen im Parlament und in der Regierung vertreten sind und die Gesetze prägen, die unser Leben sind. Und es hat funktioniert. Helvetia hat die Frauen gerufen und sie ist gehört worden. 2019, wir haben es gehört, ist zum ersten Mal in der Schweizer Geschichte sind mehr Frauen als mehr Männer gewählt worden. Wir haben jetzt 43% Frauen im Nationalrat. Mit diesem Rückenwind hat dann die Helvetia auch ihre Tournee durch die Kantone gestartet. Denn kein einziges Kantonsparlament hat 50% Frauen. Und wir wollen natürlich auch, dass 2023, 2027 und darüber hinaus Frauen kandidieren für den National- und für den Ständerat. Und für das müssen sie jetzt schon vorbereitet werden. Bisherige Tourneestops haben wir gemacht in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Wallis und Solothurn. Neuchâtel wählt am Sonntag. Helvetia hat Luftsprung gemacht, wo sich die Frauenanteil in den Kantonsparlament von Basel von 33 auf 42% und im Wallis von 19 auf 35% erhöht haben, also dort fast aufs Doppelte. Wir wollen jetzt also gerne euch noch kurz vorstellen, wie wir das denn genau machen. Ganz ähnlich nämlich, wie die Zürich Leuine das vorhaben. Wir stellen immer sicher, dass der Ruf der Helvetia von Frauen aus allen Parteien mitgetragen wird. Sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene und ganz wenige Mal schon auf Gemeindeebene haben wir jeweils eine Partei übergreifendes Komitee können zusammenstellen von amtierenden Politikerinnen, womit uns das Projekt weitertragen. Die Überparteilichkeit des Projekts ist das, was ihm wirklich Stärke gibt. Dann folgen wir eigentlich eine ganz einfache Drei-Punkte-Formel. Der erste Punkt ist das Ermutigen. Wir ermutigen Frauen zum Kandidieren und wir ermutigen die Frauen, andere Frauen zu ermutigen. Zu diesem Empowerment gehört dann auch ein Mentoring-Programm, in dem die Kandidatinnen ausgestattet werden mit Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Kandidatur und für einen erfolgreichen Wahlkampf. Es geht um Themen wie der Umgang mit Medien, das politische Programm und ganz wichtig auch Social Media. Außerdem dient das natürlich alles auch zur Vernetzung der Kandidatinnen. Der zweite sehr wichtige Punkt sind die Listenplätze. Damit nämlich die Motivation der angehenden Politikerinnen tatsächlich übersetzt werden kann in unser Wahlsystem und damit Frauen, wenn sie nominiert sind, auch wirklich gewählt werden, brauchen sie noch ein bisschen mehr Hilfe von innerhalb der Parteien. Die Frauen brauchen gute Listenplätze. Es ist oft der entscheidende Faktor für einen Wahlerfolg. Männer haben Jahre Vorsprung und Frauen erst seit 50 Jahren das aktive Wahlrecht. Sie haben also starten, indem sie immer gegen bisherige antreten. Und die bisherigen haben oft auf der Parteiliste die besseren Chancen, weil sie oben sind. Und man weiss, die Leute wählen die oben sind. Und da hilft es auch nicht, wenn man eine Zickzack-Anordnung macht, Männer, Frauen oder alphabetisch. Frauen müssen Spitzenplätze haben. Wir schreiben also Briefe. Und wir schreiben Briefe an alle, die etwas zu sagen haben, wenn es um die Liste geht. Parteiverantwortliche, Parteivorstände, Parteipräsidien. Etwa 300 bis 400 Briefe, je nach Kanton. Wir erklären Ihnen, zusammen mit unseren lokalen Projektträgerinnen, dass Helvetia Ruft genau anschauen wird, wenn die Listen rauskommen.
Wir wollen sehen, wie Frauen und Männer vertreten sind. Wir kündigen dann außerdem ein Rating an, um ein bisschen den Wettbewerb zu entfachen. Der dritte Punkt nämlich von unserer Formel ist das Rating. Sobald die Parteilisten draussen sind, tut Helvetia auf Bilanz ziehen und die Wahlchancen der Frauen je nach Partei auswerten und veröffentlichen. Dann wird nämlich sichtbar, wer es wirklich ernst meint. Und dann geht es natürlich immer und andauernd darum, den Aufruf zu breiten an alle Frauen, dass sie das auch können, dass sie sich aufstellen lassen, kandidieren. Auf Gemeindeebene sind wir bisher erst einmal wirklich aktiv gesehen, und zwar in der Stadt Biel. Und es freut uns sehr, dass sich jetzt hier auch im Kanton Zürich für die Gemeindewahl 2022 etwas entsteht. Und wir sind sehr froh, dass wir dem beistehen können und wünschen den Zürich Löhinnen alles Gute. Die Zürich Löhinnen nämlich, die müssen Gas geben, damit auch hier der Nachschub an starken Politikerinnen für alle Ebenen gesichert wird. Denn vergessen Sie nicht, im Schweizer Parlament hat es schon ganze 336 Männer mit Namen Hans gegeben. Es hat mehr Männer namens Hans gegeben, die Schweizer Gesetze geschrieben haben, als jemals Frauen im Parlament. Mehr Fritz, Friedrich und Jean. Insgesamt 3.326 Männer. Demgegenüber stehen 293 Frauen in der gesamten Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft. Im Gemeinderat Zürich sind von 125 Sitzen erst 41 von Frauen besetzt. Ich habe geschaut, es hat immerhin 2 Simon und 2 Martinas. Unter den mehr als doppelt so vielen Männern aber, 84 an der Zahl, finden wir 4 Marcel, 4 Markus und 4 Matthias. Und jeweils doppelt gibt es Walter, Urs, Stefan, Severin, Sebastian, Roger, Michael, Martin, Marco, Florian, Christian und Andreas. Auch der Stadtrat Zürich präsentiert uns nur 2 Frauen neben 7 Männern. Allgemein, wir haben es gehört, sind Frauen in der Zürcher Gemeindeexekutive stark untervertreten. Ein knappes Viertel haben sie von den Sitz. Wegen dem freut sich Helvetia über jede Doris, Jacqueline, Emma, die sich aufstellen lässt und die gewählt wird. Einbringen können sich alle politikinteressierten Frauen auch das Jahr schon an der Frauensession. Allianz F, der Bund der Schweizerischen Frauenorganisationen, organisiert am 29. und am 30. Oktober eine Frauensession. Sie hat den politischen Grossanlass zum Jubiläumsjahr von der 50 Jahre Frauenstimmrecht. 246 Frauen aus der ganzen Schweiz werden im Nationalratssaal Platz nehmen, ihre dringlichsten Themen diskutieren und Anträge aus extra gebildeten Kommissionen behandeln. Am Schluss überreichen sie im Parlament und im Bundesrat ihre konkreten Forderungen. Die Teilnehmerinnen für die Session werden ganz demokratisch im Vorfeld gewählt. Wir freuen uns also über jede Anmeldung als Wählerin, als Teilnehmerin und auch über jede Person, die das Vorhaben finanziell unterstützt. Heute aber stehen wir von Helvetia Ruft neben der Zürich Löhinnen. Wir ersetzen sozusagen die Stabübergabe mit einer Krönung, mit dem Helvetia-Kranz, weil da wollen wir den Löwinnen aufsetzen. Und wir freuen uns sehr fest und wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Ja, geschätzte Medienschaffenden, wir wären am Schluss von dieser kurzen Präsentation von diesen verschiedenen Elementen. Ich weiss nicht, haben Sie jetzt gerade an dieser Stelle Fragen an alle, sonst würden wir uns nachher auch noch für Einzelinterviews zur Verfügung stellen. Gibt es noch Fragen? Gut, dann würde ich damit die Medienkonferenz schließen mit einem grossen Dank an die Anwesenden, sowohl auf Medienseite wie auch auf organisatorischer Seite. Und bin überzeugt, dass sie, so wie sie jetzt gerade reinschauen, dass wir dann im nächsten Frühling auch zuversichtlich in die Zukunft schauen können mit einem höheren Frauenanteil in der Gemeindeexekutive. Vielen Dank.